klein bisschen nervös. Klein bisschen. Ich habe ihn ja schon mal getroffen. Er ist total lieb. Und sind alle lieb. Auch Thomas ist Wahnsinn. Und Hammer Ususan, Wahnsinn. Aber ich bin so ein bisschen nervös, weil er ist halt doch Popstar. Ne? Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und da kommen sie angelaufen, die Herrschaft. Musik wurde schon als die gemeinsame Sprache der Menschheit betitelt oder auch schon als eine höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Letzteres sagte übrigens Ludwig van Beethoven. Und ich freue mich ganz besonders, zu unserer heutigen Ausgabe von Sachwas den Mann begrüßen zu dürfen, den man auch den Beethoven der Videospielmusik nennt, Nobuo Uematsu. Konnichiwa, Uematsu-san. Nobuo Uematsu schrieb unter anderem die Musik für The Last Story, Blue Dragon und natürlich nahezu jeden Final Fantasy Teil. Und der Mann, der in seine Fußstapfen trat, unter anderem die Musik zur Final Fantasy 13 Trilogie komponierte und aber auch schon an älteren Werken beteiligt war, beispielsweise bei Final Fantasy 7, bei Final Fantasy 10. Das ist Masashi Hamauzu und nach ihm dürfen wir heute ganz herzlich begrüßen. Konnichiwa, Hamauzu-san. Wir möchten in den kommenden Minuten aber nicht nur über Musik in, sondern auch über Musik aus Videospielen sprechen. Und da kommt dann auch schon unser dritter Gast ins Spiel. Er ist Produzent fantastischer und extrem erfolgreicher Konzerte und Konzertreihen, wie beispielsweise Symphonic Shades, Symphonic Fantasy, Symphonic Legends, den legendären Konzerten in Leipzig zur Games Convention. Und jetzt ganz aktuell Final Symphony. Er ist im positiven Sinne ein musikverrückter und sehr guter Freund. Freue mich, dass er da ist. Thomas Böcker. Hallo Thomas. Hallo Nino. Schön, dass ihr da seid. Ja, Uematsu-san, der Film- und Videospielkomponist Hans Zimmer sagte einmal, sollte irgendetwas passieren, das dazu führen würde, dass ich keine Musik mehr schreiben kann, würde ich mich umbringen. Es ist mehr als nur ein Job, es ist nicht nur ein Hobby. Musik ist der Grund, weshalb ich morgens aufstehe. Ein Leben ohne Musik, wahrscheinlich auch für Sie unvorstellbar. Sie schreiben seit irrsinnig vielen Jahren Musik. Ihr erster Soundtrack war zu King's Knight. Da war ich 2 Jahre alt, das ist schon eine ganze Weile her. Woher nehmen Sie die Motivation, sich jeden Tag wieder aufs Neue mit dem Thema Musik zu beschäftigen, Musik zu schreiben? いきなりなんかディープですね。まずね、音楽が好きなんですよ。音楽を作ることも好きですけど、音楽を聴くことが好きなんですね。で、子供の頃にいろんな音楽を聴いて、 感動を受けたわけです。もちろんそのロックミュージックでもポップミュージックでもクラシックミュージックでもいろんな音楽からものすごい僕は感動を受けたんで、なんかその子供の頃の音楽の感動っていうのが未だにこう引きずってる感じですよね。これをなんとかこう自分のやり方で次の世代にこんな素晴らしい音楽っていう素晴らしいものがあるんだよっていうのを自分のやり方で伝えていければいいなと思いますね。 それが多分伝えていくっていう役割だと思います。クリエイターってよく何もないところからものを生み出すっていう人っているけど、僕多分僕の場合はそういうふうにゼロから何かを生み出してるんじゃなくて、昔誰かからいただいた感動を次の世代に引き継いで渡していく役割のような気がしますね。 An die Klangqualität heutiger Videospielmusik war in Ihrer Anfangszeit nicht zu denken. Sie mussten sich damals mit ganz viel hardwarebedingten Einschränkungen arrangieren. Und da stelle ich mir immer so frustrierend vor, so schwierig vor. Also wie bei einem Künstler, der seine Gemälde zwar in bunt auf die Leinwand bringt, sie dann aber nur in schwarz-weiß ausstellen kann. Beschreiben Sie Ihr Gefühl als Künstler, als Komponist, als Sie den Zuschauern, den Spielern Ihre Musik endlich so präsentieren konnten, wie sie auch gedacht war. でもね、そんなにこう、例えば昔のゲーム音楽って電子音3つで作らなきゃなんなかったんですけど、それがルールだから、いや俺は10個の音を使って作りたいんだっていう発想にはならなかったですよね。3つで作るしかないんで、その中でどういう表現ができるかっていうのを、もうこっちもゲームの感覚ですよね。3つの音で、じゃあ音楽を3つの音で作りなさい、さああなたはどうしますかって言われてるようなもんなんで、 苦痛とかには全然感じなかったですね。すごく楽しかったですね。
で今は今でこう自由にオーケストラ録音をスタジオで録音したオーケストラの音を使えるっていう意味でも自由ですよ。まあだから昔は大変だった今の方が楽だっていう感覚はないですね。なんかずっともう二十何年間この業界でハードのゲーム機の進化とともにやってるんで少しずつこう変わっていったんでそんなに自分の中では昔と今と変化は感じてないですかね。Hamamatsu-san, wie eingangs erwähnt, Sie komponierten unter anderem die Musik zu Final Fantasy 13. Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Also wenn Sie den Auftrag erhalten, Musik für ein Spiel zu schreiben, zum Beispiel für Final Fantasy 13, wie viel wissen Sie denn dann zu diesem Zeitpunkt bereits über die Charaktere, über die Handlung, über das Setting? Und wie wichtig ist denn das für Sie und das anstehende Projekt? ゲームにもよると思うんですけど、ファイナルファンタジー13においては僕はスクエアエニックスに所属していまして、で、過去の作品を聞いたディレクターさんとかプロデューサーさんが、ぜひやってみないかと言われて、でそれで、始めさせていただいたんですが、で最初はゲームの開発の初期段階ではだいたいシナリオとキャラクターの一部の絵ですね、そういったものがあるんですけど、それだけだとあんまりこうどういう世界観というのはなかなかつかみづらいのがありまして、で、開発っていうのは、短いものだと半年ぐらいだったり、長いものだと1年2年3年かかったりします。で「ファイナルファンタジー13」においてはもう、最初の曲を書いた時から発売までに約3年、3年以上ですかね、かかってまして、でその間にそのゲーム自身もどんどんみんなで作ってるので進化していくわけですね。 で自分のそのゲームに対するアプローチっていうのもだんだん変わってくる、成長していく、こういうゲームだったんだっていうのを途中でこう何度かこうリセットしてこう考え直す期間というのがいくらかあって、でそれで、じゃあ次こんな曲作ろうと、で最後はこんな曲にしてやろうと、でそういう、その開発のスタッフと一緒にこう成長しながら作る、そういう過程が、13にはありましたね。そんな、感じかな。トーマス。So, jetzt bist du mal an der Reihe. Schön. Du bist ja nicht nur Produzent, du bist ähnlich wie ich seit der Kindheit begeisterter Videospiele. Und unser Spielgeschmack, der ähnelt sich ja so ein bisschen. Ne? So yeah. Zelda, Final Fantasy, das mögen wir alle sehr, sehr gern. Es fielen ja gerade schon Stichworte wie Setting, wie Charaktere, wie Handlung. Was denkst du deiner Meinung nach, wie wichtig ist denn die Musik in einem Spiel im Vergleich zu diesen Spielelementen? Ja, ich denke, die Musik ist essentiell wichtig, um die Handlung, die Charaktere, um das alles zu transportieren. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Filmen, wo es ja auch, wo gesagt wird, es macht mindestens 50% des Gesamterlebnisses aus. Und ich denke, ein Beweis dafür ist eben, dass wir Konzerthallen füllen können, wenn wir jetzt Musik aus Videospielen präsentieren. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, im Detail. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Komponisten der Spiele-Soundtracks einen erheblichen Teil zum fertigen Spiel beitragen. Uematsu-san, vor einiger Zeit, letztes Jahr, traf ich den Erfinder der Final Fantasy-Serie, Sakaguchi-san, und er erzählte mir eine witzige Anekdote über sie. Und zwar ging es um die Musik für das erste Final Fantasy. Er bat sie, die Musik zu schreiben, was sie dann auch taten. Aber die Musik gefiel ihm nicht so gut und er bat sie dann, da nochmal was dran zu machen. Jetzt haben sie die Musik aber nicht geändert, sondern nur die Reihenfolge der Musikstücke. Und dann war er plötzlich völlig begeistert. Er hat sehr lachen müssen, als er mir das erzählt hat. War das damals wirklich so? Interessant. Hamamatsu-san, Sie schreiben ja nicht nur Musik für Spiele, Sie haben auch ein Soloalbum veröffentlicht. Das Projekt nennt sich Imeruat. Wie ist das für Sie? Also wenn Sie nicht auf bestimmte Handlungen, auf Charaktere, auf Settings und so weiter, wie vorhin schon kurz erwähnt, eingehen müssen, sondern wenn Sie Musik schreiben können, ohne Rücksicht auf irgendwas zu nehmen, wenn Sie die Musik schreiben können, die Sie möchten. Wie ist das für Sie und wie wichtig ist das vor allem für Sie? So, das ne, どちらもすごく楽しいですし、どちらも重要な自分にとっては重要な
仕事というか作業なんですけど、そうですね、まあ、ゲームの音楽、まあ、僕はゲームがすごくやっぱ好きだったんですよ。ゲームの世界観を見て、あ、こんな曲をつけたい、こんな、感動を生み出したいと思ってすごくやるんですけど、僕はまあ、音楽だけじゃなくて、まあ、いろんな趣味も一応持ってて、でその趣味をなんとかこう、趣味とかその自分の考えとかをなんとかこう表現したいと思った時に、ただ言葉だけじゃなくて、やっぱりそれに音楽、自分のまあ数少ない、まあまあ、アイテムというか武器というか、その音楽、そういう音楽を使って自分の考えとかを表現する、そういう機会も昔からいつかやってみたいなと思ってまして、でそれで、まあ、イメールアを始めたんですけど、ですからもうどちらも僕にとってはすごく重要で、かつ本当楽しい作業ですね。In diesem Zusammenhang gibt es übrigens noch eine witzige Randnotiz. Mir wurde nämlich große Ehre zuteil, die Lyrics, den Text von einem der Songs von Imeruad von Giant zu vertonen. Also meine Stimme tourt jetzt durch Japan. Da bin ich schon ganz schön stolz drauf. Selbst wenn wir diese Krise zusammen meistern können, es wird doch immer all jene geben, die alleingelassen draußen in der Kälte einsam und schwach sterben. Das sind die Zeiten, in denen wir leben. Thomas, du produzierst seit vielen Jahren Videospielkonzerte, die sind sehr erfolgreich und das waren die ersten, die es außerhalb Japans gab. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was war denn die Motivation dahinter und vor allem, wie schwierig war es denn dieses Vorhaben oder diesen Traum, könnte man ja glaube ich fast sagen, dann auch zu realisieren? Ich hatte in einer Videospielezeitschrift als Teenager gelesen, das hieß so sinngemäß, die Japaner sind so verrückt, dass sie in Japan sogar Spielmusik von Orchestern in Konzerten aufführen lassen. Und da dachte ich mir, eigentlich ist das eine super Idee, weil ich auch Fan war natürlich von Videospielmusik. Und ich habe dann einige Jahre gewartet und dachte, vielleicht kommt ja irgendwann mal jemand auf die Idee und macht das auch außerhalb Japans. Nur leider ist da nie was passiert. Und das gab quasi so den Kick, den Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, wenn es kein anderer macht, dann mache ich das. Und ich hatte glücklicherweise zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Erfahrung gemacht mit Orchesteraufnahmen, weil ich mein CD-Projekt Meregnon in Prag vom Prager Sinfonieorchester aufnehmen lassen hatte. Und ich war jung und naiv und dachte, ich habe jetzt einmal mit Orchester gearbeitet, dann kann es eigentlich kein Problem sein, auch ein Konzert zu machen. Und ich habe daraufhin diese Idee der Leipziger Messe geschildert, weil ich wusste, dass die Games Convention erfolgreich gestartet war 2002. Und glücklicherweise fand die Leipziger Messe diese Idee auch ganz toll, woraufhin ich dann irgendwann grünes Licht bekommen habe und anfing, dieses Konzert im Leipziger Gewandhaus zu organisieren. Das war 2003. Und ja, es war relativ schwierig, weil ich natürlich sämtliche Publisher kontaktieren musste und um Erlaubnis fragen und im besten Fall dann auch die Partituren bekommen musste, um diese Musik überhaupt spielen zu können. Und bei manchen Publishern war das leichter, bei anderen war es etwas schwieriger. Bei Square Enix war das sehr schön, weil im Jahr davor, 2002, in Tokio im International Forum, war ein Final Fantasy Konzert und deswegen gab es bereits Partituren. Wir haben dann für das Konzert in Leipzig auch entsprechend das Final Fantasy Main Theme und Aerith Theme ausgeliehen, die Noten quasi, und dann gespielt. Und das war auch das allererste Mal, dass Musik von Uematsu-san außerhalb von Japan in einem offiziellen, professionellen Konzert aufgeführt wurde. Und wir hatten die riesige, große Ehre, dass Uematsu-san auch zugestimmt hat, nach Deutschland zu kommen und persönlich dabei zu sein bei der Premiere, quasi seiner Musik. Toll. Das hast du es gerade schon angesprochen, also dein Weg führte dich vom Gewandhaus zu Leipzig bis nach Tokio, bis nach Japan. Das war alles sehr erfolgreich, das ist alles sehr erfolgreich. Du warst lange Zeit als Berater auch für Distant Worlds tätig. Dann hat dich der Ehrgeiz gepackt, du wolltest was Neues machen, Stichwort neue Arrangements. Und auch das ist alles, funktioniert alles wunderbar. Jetzt aktuell Final Symphony, da gibt es Musik aus Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy X. Finde ich persönlich super, ich freue mich drauf. Wie schwer ist es denn eigentlich aus dieser Hülle an Final Fantasy Musik, sich dann erstmal für einen Teil zu entscheiden und aus dem jeweiligen Soundtrack dann wieder für das ein oder andere Stück?
Ja, das ist schrecklich schwer. Also einerseits möchte man natürlich schon auch die Klassiker mit dabei haben, weil das sind die Sachen, die die Fans lieben. Gleichzeitig möchte man aber eben, wie du schon gesagt hast, es gibt so viele Musikstücke und die Sachen, die jetzt vielleicht weniger bekannt sind oder weniger beliebt, verdienen es natürlich trotzdem auch mal gespielt zu werden und dadurch dann eventuell auch zum Klassiker zu werden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ja, es war wahnsinnig schwierig, sich erstens für diese Teile zu entscheiden und zweitens dann diese Musikstücke herauszusuchen. Aber ich kann dann glücklicherweise auf die Erfahrungen meiner Arrangeure auch zurückgreifen, die beide extreme Fans sind, auch von Final Fantasy, und mir dann Vorschläge unterbreitet haben und wir konnten das dann zusammen diskutieren, welche Titel gespielt werden sollen und welche dann eben auch musikalisch in unser Konzept passen. Also es war von Anfang an die Idee, wie gesagt, Klassiker einerseits, andererseits aber ganz neue Sachen, die so sehr selten oder noch nie vorher gespielt wurden. Da sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Und wir bleiben auch noch kurz bei dem Thema, Hamauso-san. Die Arrangements von Final Symphony sind zum Teil von Ihnen. Die Musik stammt von Uematsu-san. Wenn Sie mit Emeruat auf der Bühne stehen, dann sind Sie dort selber on stage, können das Publikum sehen. Bei Final Symphony sitzen Sie im Publikum. Was ist das für ein Gefühl, wenn das Orchester plötzlich loslegt? So, das ist ein Emeruat, wie ich selbst ein Unit ステージで演奏するんですけど、どんな感じになるかっていうのは、どんな感じの演奏になるかっていうのは自分ですごく予想がつくんですけど、演奏家の方が、オーケストラもすごいたくさんいますし、直接知ってる人っていうのは、ほとんどいないので、だからどのような演奏されるかっていうのが、結構こうなかなか予測できないので、ただほぼ間違いなくすごくいい演奏になるんです、なるんですけど、それがどういった形の感動なのか、それが予測つかなくて、それが本当に楽しみですね。どんなびっくりするような素晴らしい演奏が聴けるんだろうかっていつも、そういう期待でいっぱいですね。Uematsu-san, ist das auch bei Ihnen die Motivation, diese Emotionen beim Spieler auszulösen? Also wenn ein Videospieler zu Hause sitzt, Final Fantasy spielt, dann hört er die Musik. Aber Sie können nicht sehen, wie er darauf reagiert. Bei einem solchen Konzert, ich war schon selber oft genug dabei, sind das immer riesige, riesige Begeisterungsstürme, Standing Ovations. Ist das ein tolles Gefühl als Komponist? Ist das ein Stück weit auch die Motivation, Musik zu schreiben, um Menschen so zu begeistern? もちろん、なんか自分の作った曲が人に喜んでもらえるといいなっていうのは常に気持ちの中でありますけど、あんまりそれ観客に受けることばっかり意識してるともう何にも何ていうんですかね、硬くなっちゃって自由にできなくなるんで、実は作る時はそんなにその受けたいとは思ってないですね。だから受けるともちろん嬉しいですよ。で嬉しいけど、それはもうなんか昔作った曲を喜ばれてるんで、今の自分じゃなくて、なんか自分の子供が褒められてるような感じですかね。まあそれはそれで光栄ですけど。Okay. Ich sprach eben mit Thomas über die Musik aus Final Symphony, die Musik aus Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy X. Darunter gibt es ganz viele unvergessene Hymnen, wie beispielsweise das Thema von Terra. Oder auch One Winged Angel aus Final Fantasy VII. Oder auch Tusana Kent aus Final Fantasy X und so weiter. Wenn Sie jemals ein Best-of-Album machen, welche drei Titel müssen da auf jeden Fall drauf und warum? Sangyokka. でもいっぱい作ってるからな、結構長い、どんくらいでしょうかね、20年ぐらい、25年、20年だか25年ぐらいにかけてこう、何作ものファイナルファンタジー作ってると、何十曲も何百曲も作るわけですよ、だから、1000曲は超えてるのか、超えてないか、まあ、数百曲として、もう数百人の子供がいるわけですよ、僕には。だからもう子供どの子とっても出来の悪い子でも出来のいい子でも
同様に可愛いわけで、なかなかこうどれがベストだっていうのは決めにくいですけどね。でもまずザナルカンドにては僕はすごい自分で好きな曲なんで、多分入れると思う、ベスト3には。片翼の天使も結構あれ好きな人が多いんで入れようかな。ティナのテーマはね、僕もすごい好きなんですけどね、どうしましょうかね。エアリスのテーマもいいしな他にもいっぱいいい曲あるからな。でもやっぱり悩みますね。3曲、その3曲とかはやっぱり入れちゃうかもしれないですね、やっぱりね。Thomas, ein Stück, das es dann wohl nicht aufs Best-of-Album schaffen würde, das kommt aus dem Film Advent Children, und zwar Cloud Smiles. Und das habe ich neulich im Radio gehört. Und zwar bei einem Radiosender, kennst du bestimmt auch, nennt sich Klassikradio aus Hamburg. Bin ein ganz großer Klassikradio-Fan, höre ich sehr gerne. Und der Moderator kündigte das Stück folgendermaßen an. Er sagte so, jetzt gibt es einen Titel, der nennt sich Cloud Smiles. Und zwar kommt der aus einem Film, der wiederum auf einem Videospiel basiert. Und das klingt ja erstmal nicht so vielversprechend. Wenn du sowas hörst, was denkst du dir da? Beziehungsweise was überwiegt da? Also die Freude darüber, dass da inzwischen so Musik auch gespielt wird? Oder so ein bisschen die Enttäuschung darüber, dass Videospiele, obwohl sie ja inzwischen wesentlich massenkompatibler wurden, aber dennoch dann wieder und auch in dem Zusammenhang die Musik dann doch wieder in so eine Schublade gesteckt wird? Ich denke, ich sehe das eher als Herausforderung. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Und als wir damit anfingen, war das noch viel schlimmer. Also da wussten die Leute noch gar nichts damit anzufangen. Und wie du schon sagst, jetzt wird es immerhin ja schon gespielt. Ja. Und das, denke ich, ist schon ein riesiger Fortschritt. Und wenn man sich jetzt weltweit einfach mal nur die Konzertsituation anschaut, dann sieht man, dass dieses Phänomen überall jetzt auch existiert, also in allen Ländern. Und ich denke, das ist ein sehr großer Fortschritt, den wir da sehen. Speziell auch jetzt im Vergleich zur Filmmusik. Da könnte ich mir vorstellen, dass Spielmusik Filmmusik in Konzerten noch nicht unbedingt überholt hat, aber auf einem ähnlichen Level ist, wenn es darum geht, wie oft diese Musik in Konzerten präsentiert wird. Und diese Geschichte, dass Komponisten wie Nobuo Uematsu oder Hamauso-san so extrem gefeiert werden. Ich glaube, da gibt es mittlerweile schon einige Filmkomponisten, die darüber ein bisschen neidisch sein könnten. Insofern denke ich mir, ist das nur eine Frage der Zeit, dass wir das mehr und mehr akzeptiert sehen, die Spielemusik. Okay, dann lass mich nochmal ganz kurz das Stichwort Konzerte aufgreifen. Es gibt ja, wie du schon sagst, ganz viele dieser Konzerte. Und es gibt bei diesen Videospiel-Live-Konzerten unterschiedliche Rahmenbedingungen und Herangehensweisen. Also wenn wir mal zum Beispiel Final Symphony vergleichen mit der aktuellen Zelda-Konzertreihe Symphony of the Goddess. Stichwort Leinwände, Musik aus Boxen, Arena statt Konzertsaal. Sind darunter Punkte, bei denen dir als Vollblutmusiker schon so ein bisschen das Herz blutet? Also so Fanta aus dem Pappbecher auf so einem Klassikkonzert? Ich denke, generell ist es eine sehr schöne Sache, dass wir mittlerweile verschiedene Konzepte von Spielemusik präsentieren können, also Spielemusikkonzerten. Und diese Vielfalt beweist für mich, dass es eben mittlerweile schon eine akzeptierte Kunstform ist. Ob ich jetzt persönlich das eine besser finde als das andere, tut, glaube ich, gar nichts so wirklich zur Sache. Unser Konzept ist einfach, die Musik so zu arrangieren, dass sie sehr komfortabel, sehr bequem mit dem Orchester auch funktioniert. Und uns ist sehr wichtig, dass die Akustik sehr gut ist und dass das Ambiente stimmt. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt keine andere Tour oder kein anderes Konzert verurteilen, nur weil es da ein bisschen anders läuft. Uematsu-san, das Musiksortiment in Spielen wird immer reichhaltiger. Wenn wir uns mal ein paar aktuelle Spiele anschauen, zum Beispiel Ni no Kuni, da gibt es ähnlich orchestrale Klänge wie bei Final Fantasy, Musik von Hisaishi-san, ein ganz toller Soundtrack, wie ich finde. Bei Bioshock Infinite gibt es Musik aus den 20er Jahren und bei Devil May Cry gibt es dann Acrotech von Combi Christ, also wieder was ganz anderes. Was glauben Sie, wo wird die musikalische Reise in den nächsten Jahren hinführen? どうなんでしょうかね。映画、ハリウッドの映画音楽みたいなゲーム音楽がすごく増えてきて、ちょっとあれですよね、どれとっても同じような音楽になりがちな傾向に今あると思いますよ。
だからそれが一段落して、あ、やっぱりゲーム音楽はゲーム音楽の道を進んだ方がいいねって誰かが始めて、何かしらゲーム音楽なりの独自性みたいのが確立されると、さらに一つ上行けるんじゃないでしょうかね。それには今のなんかハリウッド映画のような音楽のブームが一旦こう収まらないとダメなような気がしますね。Dann bleiben wir auf jeden Fall gespannt, ob es vielleicht tatsächlich irgendwann mal ein komplett neues Genre gibt, nur Spielemusik. Das wird auf jeden Fall spannend. Wir werden diese Entwicklung auf jeden Fall im Auge behalten. Und spannend war auch diese Gesprächsrunde. Das war sehr unterhaltsam, das war spannend, das war informativ und interessant. Ich bedanke mich vielmals bei unseren Gästen. Arigatou gozaimasu, Hamamoto-san. Arigatou gozaimasu, Uematsu-san. Arigatou gozaimasu. Thomas, schön, dass du da warst. Schön, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Ha 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 ha!